Annie the Duck kennt man. Ja. Sie scheint wohl eine ziemlich abusive Person zu sein und da kam sehr, sehr viel hoch. Ja, fette, verschwitzte Fans, das hat sie auch gesagt. Boah, weil irgend so eine Convention war, boah, gar keinen Bock auf meine fetten, verschwitzten Fans. Wie krass, ich hätte da übel Bock drauf. Schön reinschwitzen mit den Fans. Geil, Alter. Warum eigentlich immer diese Map zum Warm-Up? Weil wir die noch nie gewonnen haben zum Warm-Up, Digga. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich stimmt das. Das Warm-Up halt. Also ich weiß ja nicht, du bist halt ein bisschen länger kalt. Ne? Ich weiß ja nicht, bei dir ist der ganze Abend Warm-Up. Ey. Und dann bist du in der Mitte immer noch kalt, wie die Lasagne aus der Mikrowelle. Ey. Oh Gott. Immer Bottom Base. Absolut nicht bereit, ne? Ja, ich auch nicht. Ich bin richtig Muff vom Fahrradfahren, ey. Bist du fett und schwitzig? Die Fans von Annie the Duck. Ich kann mal. Was ist denn mit der, Alter? Darf man auch nicht hinterfragen, ne? Ja, aber wie kann man denn so abheben, jetzt mal ohne Scheiß? Also ja, vielleicht sind die ja fett und schwitzig, aber die bezahlen einfach die Miete, so, weißt du, was ich meine? Ja, ne? Man darf auch nicht immer, weiß ich auch nicht. Ich will es ja gar nicht abstreiten, dass die fett und schwitzig sein könnten, aber... Ja, ja. Würde ich ja auch nicht tun. Ganz ehrlich, Goldzimmer Community Treffen wäre auch alles fett und schwitzig wahrscheinlich. Kann ich nicht relaten. Ja, schwitzig wär's auf jeden Fall. Und dann schon mal die ganzen Forts-Schwitzer kommen, ey. Rollt drauf an, wie schwitzig die Forts-Community bei dir so ist, ne? Aber eigentlich schon ziemlich, ne? Ich meine, Salzwerk ist so am Übertreiben, ne? Womit? Was der alles noch kaufen will für den Forts-Urlaub, ey. Was, ist das denn so? Ja, so Equipment-mäßig einfach. Ja, der will halt mal Quality-Entertainment bieten, nicht so wie du immer. Das tut weh, Digga. Ja. Mal drüber nachdenken. Mal was zum Nachdenken. Ich denke darüber nach. Ja, ich bitte darum. Kann nicht sein, dass all deine Fans leiden müssen deswegen. Dass die Pam leiden muss deswegen. Deine Gang leiden muss. Ich hab übel Bock auf so einen McFlurry oder so, ey. Wann gibt's denn jetzt mal den Goldzimmer Fahrradblock, Fabo, mit dir, ey? Boah, weiß ich nicht. Wir nennen das Video Sauerland, bis einer weint, ey. Sauerland, bis einer weint. Das kann ich nicht. Ich wäre ja gerne eigentlich jetzt, woanders. Ne? Nee, zu eurem, zu eurer Veranstaltung da mitgekommen. Ja. Aber das geht ja nicht. Er geht nicht wohnt in der Kannichstraße. Nee, warte mal. Kannich wohnt in der Wilhelmstraße. Freundchen. So nämlich. Irgendwo wohnt das. Bin ich nämlich der Meinung. Wie ist nochmal die Straße, wo die Familie Ritter gewohnt hat, ey? Ahnung. Kennst du aber, oder? Familie Ritter? Ist ein Begriff, ne? Ja. Mit der Karin. Digga, bauen die Gegner auch Swamps? Nee. Weiß nicht. Dann hätte ich jetzt echt ein Problem, ja. Ach, Junge, Alter, ich bin so kacke. Legst du ja mit Gegnern an, die du nicht handeln kannst, ne? Alter, ich bin motorisch wieder so challenged, Alter. Nicht schlimm. Kann man was erfinden, was einen die Performance nicht abtropfen lässt? So dopingmäßig, aber halt nur für Forts. Dass man sich halt nicht warm spielen muss, weißt du? Sondern dass man einfach immer warm ist. Ja. Das wäre mal echt geil. Weiß ich nicht. Ob sowas irgendwo gibt. Ja gut, Digga, wenn Fahrradfahrer mit 50 km/h die Berge hochfahren, dann
Meinst, ja, da musst du mal David fragen, was, ist, was man da so für nehmen kann. Der macht das doch, oder nicht? Der Mutig? Das stimmt, ja, denn. Oder nicht? Ja, der fährt schon sehr schnell, ne? Ja. Der wird immer gejagt von irgendwelchen Dämonen. Das war viel zu hoch, Junge, scheiße. Ich ist das hier auch mal alles viel zu hoch. Oh oh. Vergessen. Licht. Die sind einfach Scatter. Das ist erstmal schlecht, würde ich sagen. Das ist erstmal wertneutral, würde ich sagen. Das würde ich nicht sagen. Achso, keine Ahnung. Ich hasse diese Map so sehr. Jedes Mal muss ich betont sein. Wieso geht der denn so hoch? Tiefer schießen. Boah, das ist das ist natürlich Schaden, der wehtut, ne? Wenn ich nicht Architekt wäre. Boah, Digga. Einfach einmal im Leben kein Rentner sein. Ich baue einfach darauf, dass du hier irgendwas geschissen kriegst, ne? Weil bei mir sieht gerade schlecht aus. Mir sieht es ganz schlecht aus, tatsächlich. Och Gottchen. Oh, das tut weh. Ich habe ein bisschen die Waffen geklaut. Und den Trench. Ja. Da ist natürlich mein Wind irgendwie weg. Darf's nicht mit dir machen lassen. Habe ich aber. Alter, wie oft ist denn diese Active? Können wir da kurz drüber reden? Du darfst das halt auch nicht einfach mal zulassen, so.
Muss doch mal deine Gegner ein bisschen unter Kontrolle halten. Das fällt mir zunehmend schwerer. Das merke ich, ey. Ich habe irgendwie keine Ressourcen, ey. Bro, was ist da passiert? Wo? Das Auto hat sich einfach dann irgendwie aufgelöst. Schlecht. Sich Sachen auflösen. Also manchmal braucht es das halt auch. Aber so grundsätzlich. Meine ich doch, ey. Das ist halt immer schlecht, ne? LOL, was? Oh Gott. Wow, meine Finger! Ich habe meine eigenen Nuke rausgenommen. Das passiert manchmal. Ich das jetzt am dümmsten? Am dümmsten. Den Quatsch da weg. Ich hab den. Alles gut. Ich muss noch gucken, dass der sich nicht connectet, das wäre gut. Ist der sich nicht connectet? Ja. Wie ist das denn jetzt eigentlich wieder kaputt gegangen, ey? Aber das geht da schon mal ab. Braucht nämlich keine. Quatsch mal ein bisschen offen. Gott. Hey, Junge. Kann doch wirklich nicht wahr sein, ey. Hast du nicht gesehen? Schon. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Scheiß?
Hätte mir das ganze Game über kein Metal, ne? Da musst du aufpassen. Obwohl ich 8 Minen habe. Das ist echt so eine Sache. Ich glaube, der baut sich ab. Kann das? Nee, der macht einen Core-Swing, Entschuldigung. Der baumelt da jetzt einfach. Darfst du nicht beschießen? Ja, weil ich mach ja quasi gar nicht. Hängt er jetzt einfach? Soll ich den jetzt beschießen? Das kann der erstmal so machen. Warte mal. Okay. Weil ich bin mir schon noch ein bisschen unsicher auch. Du Bastard. Was denn jetzt schon wieder? Wenn du nicht zu kacke dafür wärst, ne? Was denn jetzt schon wieder, ey? Nix darf man mehr, ey. Nee. Ich hab einfach nichts gemacht. Einfach selber gekillt. Ja, das war das schlechteste Warhammer-Game aller Zeiten von mir, Alter. Nicht schlimm, das reicht.